Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Resident Evil. Die letzte wurde etwas abrupt beendet, sorry dafür, aber ging in dem Fall mal nicht anders tatsächlich. Und... ah, nice. Die Karte ist nicht schlecht. Und... jetzt können wir hier noch kurz... das ist nämlich, glaube ich, die einzige, das ist das Einhorn, ne? Ausgerissene Seite, genau, das sind Kinder und die Waage. Das heißt, da kann man das letzte theoretisch auch einfach raten. Kinder und die Waage. Und wo ist das andere? Hier. Ja, sieht man sogar, ist die Schlange. Oder das, was auch immer das sein soll. Aber zwei würden ja eh schon reichen, weil da musst du nur noch eins raten. Ja, es ist halt scheiße. Ein... ah! Warum? Warum? What did I do to you, man? Scheiße, wir haben kein Messer dabei. Ach, Alter, das kotzt so an, ey. Was ist mit diesem Spiel, Mann? Gib mir doch einfach Inventarplatz. Gib mir einfach Inventarplatz. Du musst nicht überall fünfmal... vor allem, was auch echt lächerlich ist eigentlich. Der Spiel wird halt dadurch gefährlich, weil du halt einfach... Moment mal, jetzt habe ich einen Inventarplatz frei. Jetzt habe ich ja gerade gefoodet. Aber gut, okay, das Medaillon brauchen wir nicht unbedingt. Und die Bücherei muss man sowas auch nochmal zurück. Aber ohne Scheiß, das Spiel wird halt dadurch hauptsächlich tatsächlich gefährlich. Hauptsächlich tatsächlich, ey, das ist mal... Dang. Dass du halt 10-mal zum gleichen Ort musst, quasi. Und jetzt ist der Schlüssel irrelevant. Passt. Und ich weiß nicht, ob das dann so gut ist? Keine Ahnung. Also, ich meine... wow, sogar der Schreibtisch ist noch verschlossen. Das ist das allererste, was wir gemacht haben. Oder fast das allererste. Puh. Mein Plan ist aufgegangen tatsächlich. Und wir sind ihm noch nicht begegnet. Oder der fast eh nur oben rumgammelt. Fast, wohlgemerkt, fast. War das jetzt auch nicht so verwunderlich. Aber ja, wie gesagt, ist halt einfach scheiße nervig. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe schon 100 Mal gesagt, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber trotzdem. So, wo ist jetzt das Elektronikteil? Hier. Dann bauen wir unsere Bombe. Oder unseren Zünder. Dann habe ich einmal grünes Kraut dabei. Das heißt, ich brauche einmal rotes Kraut, damit wir einmal Heilung haben. Und dann könnte ich mir theoretisch Munition für die MP... oh, never mind. Okay, das ist nicht schlecht. Genau. Ja, Pistolenmunition könnten wir uns theoretisch auch herstellen. Was Säuregranaten. Oh, ups. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Säuregranaten überhaupt irgendwie relevant sind, weil... ich meine, es sind alles tote Wesen. Oder beziehungsweise lebende tote Wesen. Und von dem her kann ich mir nicht vorstellen, dass das Säure so effektiv sein soll. Irgendwie. Haben wir eigentlich schon einen Film mit der gefunden? Ich glaube nicht, ne? Aber die waren eh Trash. Ich glaube, wir haben die da nicht mal mehr entwickelt, oder? Teilweise. Ja, das war ziemlicher Bullshit. What the fuck ist... Alter, was zum Teufel soll das bitte sein? Anime, oder musst du richtig lange warten, bis du da mal genau schießen kannst? Ah. Das Game ist so cringe. Okay. Also, wie gesagt, wir müssen... oh, was ist jetzt noch alles drin? Kombinationsschloss. Kombinationsschloss und Tresor. Achso. Na gut, okay, wenn wir müssen jetzt eh in den dritten Stock, ne? Eigentlich müssen wir nochmal zurück ins Büro West sein und nochmal die Kombination holen. Und was lag auf Leons Schreibtisch? Lag da irgendwas? Hm. Hat man nicht so auch die Kombination für oben rausgefunden? Ne, die hat man anders rausgefunden, ne? Aber was lag auf Leons Schreibtisch, was irgendwie relevant wäre? Aber egal, wir haben ja eh abgespeichert jetzt hier. Also wenn wir jetzt draufgehen würden, wäre nicht mal so schlimm. Zum Glück, Alter, wir haben halt die komplette letzte Folge war bis gerade eben nicht abgespeichert. Was zum... Alter, er steht halt dann plötzlich einfach da. Komplett random. Steht er dann plötzlich einfach da. Und ich, das müsst ihr mir noch in die Kommentare schreiben. Funktioniert der Reset-Trick hier auch bei dem? Also wenn ich jetzt hier... oh mein Gott, jetzt dachte ich gerade, er steht vor mir, was halt einfach überhaupt nicht hätte sein können. Ach, Alter, die Viecher nerven so, weil ich kein Messer habe, ne? Das ist so scheiße nervig einfach.
Und die dich immer gleich beißen können. Du kannst dich halt null wehren. Das ist so eine Scheiße. Abgesehen von der MP, die ich in der Hand habe. Aber, ja, wie gesagt, funktioniert der Reset-Trick hier auch bei dem. Weil nur für den würde ich den eigentlich hauptsächlich anwenden. Also, eventuell halt für die Liquor. Habe ich ja schon ein paar Mal mit Lian, glaube ich, gemacht. Aber, ja, für den auf jeden Fall auch. 10 Sekunden. Oh. Jetzt kommt er wahrscheinlich und tötet mich in den 10 Sekunden. Rip ass, boys. Ach, scheiße, wir haben die Kombination ja gar nicht, oder? Doch, fürs Mädchen haben wir so. Never mind. Fuck, jetzt ist der Weg ja versperrt. Stimmt. Was halt... Gut, okay, bei Claire kann man sagen, okay, dass sie das nicht aufbekommt, weil sie ist eine Frau. Und sie ist nicht... Nicht, dass sie jetzt denkt, ich bin hier sexistisch, sondern sie ist eine Frau, die nicht Polizistin, Spezialagentin, irgendwas ist. Das heißt, sie ist eine ganz normale... Weiß nicht, wie alt sie ist. Teenager oder knapp 20, was weiß ich. Das heißt, bei ihr kann man verstehen, wenn sie kein fettes Regal einfach mal so umwerten kann. Wobei, irgendwo trotzdem nicht, weil das Regal ist ja eh nur quer. Sie muss es ja nicht aufheben, sie muss es ja nur umstoßen. Von dem her macht es eigentlich immer noch keinen Sinn. Das könnte auch sie schaffen, locker. Das könnte jeder Vollidiot schaffen. Das könnte ich mit einem Arm schaffen. Gut, okay, kommt drauf an, wie schwer das Ding ist. Klar, das Regal. Aber ich meine, wie gesagt, es ist ja quer. Also du musst es ja nur umkippen. Das ist ja wirklich nicht schwierig eigentlich. So. Genau, das Mädchen ist nämlich komplett abgebildet. Das ist der Ziegenbock, die Harfe und der Vogel. Also. Oh. Das ist sinnlos, dass sie das noch probiert haben, so ein bisschen zu erschweren, weil... Ja, keine Ahnung. Was? Was ist das für eine Scheißwaffe, Alter? Ich probiere auf seinen Kopf zu ziehen und schieße einfach komplett daneben, ey. Was ist das für eine beschissene Scheiße? Aber in den Raum hier müssen wir eh nie wieder zurück, glaube ich. Naja. Game over, son. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich auch nicht mehr in den dritten Stock, oder? Naja, müssen wir auch nicht. Also gut, Uhrenturm theoretisch nochmal. Aber zudem kommt man ja über die Eingangshalle. Ne, tatsächlich sind wir mit dem dritten Stock dann fertig. Theoretisch nur noch das Schließfach. Aber, nicht das Schließfach, der Aktenschrank. Oder halt das, ja, das Kombinationsschloss an dem Schrank halt. Aber, ey, verpiss dich, du mieses Stück Scheiße, Alter. Verreck in der Hölle, du dummer Bastard. Mieses Stück Hundescheiße, ey. Der lebt halt immer noch, das ist halt das Lustige dran. Nie wieder dritter Stock, Boys. Nie wieder dritter Stock. Wobei der auch einfach hier runterkommen kann. Aber was mache ich jetzt überhaupt? Jetzt muss ich mal kurz wieder überlegen. Jetzt hat es noch nicht geresettet auf... Also, ja, die Karte hat sich noch nicht aktualisiert. Hier könnte ich mir noch die Blendgranate holen. Die aber verhältnismäßig für das Risiko etwas zu wenig wert ist, wenn man ehrlich ist. Hier liegt noch ein Messer? Ah, fuck, stimmt. Das steckte doch im Schrank oder sowas. Irgendwie eine Art. Ja, im Endeffekt, aber doch, stimmt schon. Dann gehe ich hier runter, hole mir die Blendgranate. Aber dann so viel Mentalplatz habe ich nicht für drei Items. Safe nicht. Ah. Wagenheber. Ja, wir brauchen die Kurbel. Wir brauchen unbedingt die Kurbel. Aber scheiße, wo gab's denn die Kurbel nochmal? Aber war es nicht damals auch so, dass wir erst da nach unten gegangen sind? Also wir sind doch erst in der Eingangshalle hier nach unten gegangen, in die Tiefgarage und so. Und erst dann haben wir die Kurbel irgendwie gehabt, ne? Und auch der Wagenheber, das war das erst viel später, wir sind erst nach unten gegangen. Ah, scheiße, wo... Aber, ach so, nee, nichts wo. Wir brauchen die Kombination vom Löwen. Könnte ich halt eigentlich übelst cheaten, mir einfach das Video von damals angucken. Mache ich wahrscheinlich auch. Weil ich meine, wenn ich es mir gemerkt hätte, wäre es ja genauso. Also, ist ja Schwachsinn. Ja, aber holen wir uns trotzdem erstmal die Items. Aber wie viel Inventarplatz habe ich? 2. Na gut, ich bin auf Warnung, eventuell... verbaue ich noch die Heilung. Aber das passt schon, weil dann kann man das Messer theoretisch stecken lassen. Lass stecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und holen wir uns die Blendgranate. Einfach nur aus dem Grund, dass der Typ jetzt eigentlich hinter uns sein müsste. Wobei, wenn ich jetzt hier reingehe, resettet es ja wieder. Ah, scheiße. Eventuell, ich weiß nicht, hundertprozentig. Nee, was, wo war die Blendgranate? Ah, hier. Ist der Raum komplett gelootet? Nein, ist er nicht. Warum nicht? Soll ich das Stars-Abzeichen wieder mitnehmen, oder was?
man braucht den noch? Warum braucht man das denn noch? Scheiße, oder? Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Hat das jemand von euch mal kommentiert, dass man das nochmal braucht? Aber wofür sollte man das denn nochmal brauchen? Vielleicht kann man damit das Tastenfeld umgehen. Sind da USB-Slots in dem Ding? Ich glaube nicht. Scheiße, soll ich den. Belastend, ey. Naja, gut, okay, in die Bücherei zu kommen ist nicht so schwierig. Also gut, hier hochzukommen ist eigentlich auch nicht schwierig, aber hier ist halt am meisten, am öftesten der Fettsack. Und naja, dem will man ja am wenigsten begegnen. Wahrscheinlich wieder von der gleichen Fotze angegriffen, die mich immer angreift. Ach so. Aber was ich immer vergesse, ist, dass wir hier keinen Safe Room mehr haben und vor allem Safe Room wäre nicht mehr unbedingt das Schlimmste. Das Schlimmste ist, dass wir hier keinen Tresor haben. Jetzt läuft er genau dahin, wo ich eigentlich gerade überlegt habe, hinzugehen. Um was einzulagern. Was zum Teufel? Wo kommen die alle her, Alter? Schau dich an, wie scheiße die MP ist. Vor allem, was die für einen Rückstoß dann hat. Die Waffe ist ja richtig scheiße. Also, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich daneben geschossen habe. Bestimmt mindestens 8 Schuss oder so. Aber. Oh mein Gott. Er hat die Schüsse gehört. Wo kann ich denn Sachen einlagern, ey? Das ist alles so weit weg. Das ist so nervig. Das war schon fett, dass mitten in der Mitte von allem einfach der Safe Room war. Das war so entspannt einfach. Also rechts haben wir einfach komplett gar keinen. Und links haben wir nur hinten. Und. Ach so, ja doch, rechts haben wir. Ja, doch, rechts haben wir den ganz hinten, ja. Der war mit Abstand am weitesten weg ist. Ja, durchs Büro Westseite halt. Oder sieht er uns überhaupt? Tatsächlich nicht. Aber scheiße, jetzt ist er wieder dahin gelaufen. Also jetzt doch wieder nach links. Nehmen wir einfach den längeren Weg. Scheiß drauf. Oder auch nicht. Oh boy. Weil es halt absolut keine Rolle spielt eigentlich, weil der Typ kann ja theoretisch einfach immer wieder überall auftauchen. Da sich das Spiel ja sowieso an keine Gesetze hält. An faire Internetgesetze. Ist das ja klar. Genau. Aber ja, wie gesagt, wir brauchen eigentlich nur noch die Löwenkombination. Ja, wisst ihr was? Dann machen wir heute eine kürzere Folge. Zu eurem Leidwesen. I'm sorry. Das passt gerade ganz gut. Dann lagern wir den erstmal wieder ein, genauso wie die Blendgranate. Dann passt das. Dann, ich habe irgendwie bei Claire das Gefühl, man hat mehr Heilungsitems. Ich weiß nicht wieso. Ich bin mir nicht ziemlich sicher, dass es so ist. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es wirklich so ist, aber ich weiß nicht. Obwohl ich so verschwenderisch damit umgehe, ich habe jetzt schon 5-mal vollgeheilt oder so und habe einfach immer noch 2 Erste-Hilfe-Sprays und könnte mir noch 3-mal das andere Zeug herstellen. Genau. Hier sieht es so geil aus. Etage 1 sieht halt richtig crispy clean aus. Eigentlich. Bis auf die beiden Räume halt. Wobei wir den Raum abhaken, bis auf den Tresor dann. Aber ja, was müssen wir dann eigentlich noch machen? Ja, dritter Stock, aber dritter Stock ist ja erst ganz am Ende eigentlich. Ja. Ja, wir müssen nach unten die Kurbel kriegen und dann, ja. Uhrenturm. Das nächste große Endziel. Quasi. Entschuldigung. Aber ja, wie gesagt, dann hole ich mir die Löwenkombination fürs nächste Mal und dann gehen wir in die Tiefgarage. Bis dahin, macht's kurz rein, danke fürs Einschalten und ciao, ciao.